Hallo zurück, liebe Freunde des Schokokeksklickens. Oh, ist das schön. Kekse, Kekse, Kekse. Gerade mir so ein bisschen den Finger wund geklickt, weil kurz bevor ich hier gerade geklickt habe, gab es wieder einen Dragonfly. Zwar ohne Fancy, aber der war trotzdem gut und hat uns nochmal hier ordentlich was gegeben. Da freute ich, glaube ich, so 700. Und ich habe auch viel zu viele Dinger jetzt gespart, weil eigentlich wollte ich ja nur die 1111, um diesen Season Switch zu kaufen und noch 500, ein paar zerquetschte, dass ich hier auf, nee, 300 noch was, dass ich dann halt genug habe, dass ich mir diese 10% länger goldenen Keks kaufen kann. Aber dazu gleich mehr. Erstmal will ich jetzt das Spiel resetten, also hier ascenden. Und dazu würde ich ja gerne noch ein paar Erfolge mitnehmen. Aber ich glaube hier, das schaffe ich nicht, hier noch 7 Stück zu kaufen. Mal gucken, wo es noch möglich wäre. Ja. Hier bei dem. So, jetzt kriege ich es richtig. Genau, bei dem Mage Tower. Da kann ich noch, glaube ich. Oh, das war dumm. Das war dumm. Da habe ich jetzt viel zu schnell, viel zu viel ausgegeben. Ah, ich wollte doch jetzt hier noch den einen goldenen Keks mitnehmen. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt ja auch wieder ein Clicking Fancy. Ich glaube es nicht, aber selbst die 40 oder 42, was es sind, bringen mir ja noch 2 Punkte, was ja dann im Endeffekt ja 2% mehr Schaden im nächsten Run sind. So, wir können ja mal schon gucken. Also, das Ding hier könnte ich mir als nächstes kaufen. 5, 6 Trillionen bringt mir nichts und würde auch nur minimal besser sein. Und es gab noch jede Menge Erfolge, die ich gemacht habe. Hier, weiß ich nicht, ob ich den schon hatte, aber der hier ist auf jeden Fall neu. Und dann sind jetzt mittlerweile auch hier schon ab und zu solche aufgepoppt, dass man eine bestimmte Anzahl mit einem Gebäude macht. Hier bei dem Cursor auch. Fand ich sehr schön, war ich sehr überrascht, dass ich die schon gekriegt habe. Und dann habe ich natürlich auch noch hier einige Gebäude. 300 Grandmas, mal gucken, gab es da einen Erfolg? Ja, aber da gab es nichts mehr, was man ausbauen kann. Ich glaube, das letzte war bei 200, wo es was gibt, wo man was ausbauen kann. So, mal gucken, was der Keks bringt. Ja. So, dann bauen wir mal hier den Wizard Tower weiter aus. Und wir verkaufen erstmal ein paar Sachen. Sell all. So, die Sachen hier brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Und das waren jetzt ja eh die teuersten. Und wir kaufen lieber einzeln ein. Nicht, dass wir zu viel ausgeben. So, da haben wir noch einen Erfolg mehr. Und dann ist die Frage, bei dem Portal, da brauche ich jetzt schon 700 und dann bin ich bei 35. Nee, nee, nee. Das wird nichts mehr. Das Einzige, was ich noch schaffen könnte, wäre die Farm vielleicht. Da verkaufen wir mal den Rest wieder. Mal gucken, viel da reinkommt an Keksen. Jetzt zu kaufen. Könnte knapp werden. Zu knapp. Hat nicht ausgereicht. Schade. Aber trotzdem habe ich hier jede Menge neue Erfolge gekriegt, auch für die Gebäude mehr bauen. Und dann gab es auch noch den hier, Just Plain Lucky, ein Shadow Achievement, was einfach durch Zufall irgendwann kommt. Habe ich mich auch sehr gefreut. Und genau, dann gab es noch das Achievement. Wo haben wir es? Das Herz hier. Alle Valentins-Updates habe ich gestern Abend gerade so noch gekriegt. Und wo ich heute den Laptop angemacht habe, war auf einmal, wie ihr vielleicht an den Keksen sehen könnt, das Valentins-Event vorbei. Von daher war es auch unsere letzte Chance, das Ding zu kriegen. Auf normalem Weg. Und jetzt ascenden wir. Und es macht Rums, Krumpel, Krumpel, Krumpel. Überall Kekskrümel. Und wir können skillen. Ah, das ist das Schönste. So, wir gucken erstmal durch. Das Ding können wir uns nicht leisten. 10% mehr Klickschaden. 5 Grandmas am Anfang. Also, das Ding bringt, glaube ich, überhaupt nichts. Aber es gibt hier noch was. Und hier gibt es dann auch so ein Ding, was die beiden zusammenführt. Das wäre auch mal interessant. Ah, genau hier. Da hatte ich ja gesagt, die Dinger bringen überhaupt nichts. Aber jetzt, so gegen Ende, wenn ich es dann wirklich habe, mal den ganzen Tag, wenn ich arbeiten war oder nachts, dann habe durchlaufen lassen,
Gab es denn schon so viel, dass man so ein bis zwei Level hier Chips gekriegt hat? Dafür, dass es einfach nur offline war. Von daher würde ich da vielleicht auch ein oder zwei hier noch reinbauen wollen. Wenn noch was übrig ist, dann können wir es machen. Fehlt uns bestimmt genau ein Chip oder so. Ich sag's euch. Genau, was ich mir auf jeden Fall kaufen will, ist das Ding hier. Und das holen wir auch gleich mal. Weil dann können wir die Seasons triggern. Also da haben wir ja einmal hier Valentinstag, hatten wir ja schon gesehen. Und dann gibt es noch Weihnachten und Halloween, Business Day, ja, keine Ahnung. Und Ostern. Und hier können wir es halt noch verbessern. Mal kurz gucken. Genau, Ostern, da droppen ja auch immer diese ganzen Eier überall. Also die kann man dann finden. Und das kann man hier um 10% erhöhen und goldene Cookies kommen auch 2% öfters. Hier kommen die 5% öfters, die goldenen Kekse. Weil es hier genau wie Ostern, nur dass man halt diese Dinger besser findet. Okay, das wäre jetzt eigentlich so, das wäre auf jeden Fall besser wie das Halloween-Ding, weil die Kekse, die Valentins-Dinger sind 50% mehr powerful, also stärker. Und wir hatten 7 Stück oder 6 Stück, die alle 2% hätten, also sind es irgendwie 3% mehr Kekse, die es im Endeffekt macht. Ja. Aber hier haben wir noch was anderes. Zu Weihnachten gibt es Rentiere und die Weihnachtsdrops von den Rentieren sind dann auch nochmal erhöht, wenn wir das hier aber 111.000, das ist zu weit weg. Den Drachen haben wir uns geholt. Hier haben wir den goldenen Switch. Der, denke ich mal, wäre auch gut, wenn wir vorhaben, das Ding nachts laufen zu lassen. Oder wenn wir halt einfach mal auch weg sind und den Rechner anlassen und wissen, okay, wir klicken in nächster Zeit sowieso nicht, dann kann man das Ding anmachen, weil es gibt auch noch 50% mehr Cookies pro Sekunde. Das ist richtig, richtig viel. Aber wir wollen erstmal das Ding hier auf jeden Fall nehmen, dass unsere goldenen Cookie-Effekte 10 Sekunden länger halten. Ha, sehr schön. Was gibt's als nächstes? Okay. Bleiben 5% länger. Das bringt jetzt nicht mehr so viel. Die bleiben sowieso schon 40 Sekunden. Weil das ist immer, wenn sie aufpoppen, wie lange sie da sind und man Zeit hat, drauf zu drücken. Das ist jetzt nicht so unbedingt, dass man es braucht. Ja, das wollte ich eigentlich auch mal kaufen, aber da ich ja jetzt mittlerweile eine ordentliche Milch habe, brauche ich es nicht mehr. Hier fehlen uns die Kekse für. Aber wir können hier noch wieder umskillen. Weil wir hatten ja jetzt hier drin, glaube ich, 500.000. Und jetzt können wir hier auf 5. Zumindest hatten wir doch jetzt einen neuen. Confirm, hat er jetzt hier den neuen drin? Genau. Also jetzt haben wir hier den drin, dass es 5 Millionen gibt. Die sehen aber ziemlich gleich aus. Und vorher hatten wir 500.000. Also ist unser Start jetzt noch schneller. Also wir starten jetzt nochmal 10-mal so schnell durch. Ohne dass wir hier diese ganzen Chips mit reinrechnen. Das hatten wir schon gekauft. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich jetzt nichts mehr übrig zu kaufen. Doch, 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 halt. Wir können jetzt noch hier was holen. Wir können jetzt entweder, dass das Ding 8 Stunden hält oder dass es uns 10% mehr gibt. Was bringt mehr, wenn ich das Ding über Nacht laufen lasse? Da sind das. Das würde es verdoppeln, wenn ich 8 Stunden weg bin. Von daher nehme ich das und ich will auch unbedingt sehen, was hier sich hinter verbirgt. Von daher bin ich da so ein bisschen neugierig. Oh, hier kommt jetzt auch was. Und wir können es noch gar nicht sehen. Schade. Also auf jeden Fall, nächste Runde holen wir uns das Ding. Ich weiß jetzt gar nicht, was man sich sonst noch holen könnte. Weil so gibt es jetzt erst. Also hier, das wäre, denke ich mal, auch attraktiv. Und der goldene Switch. Also nächste Runde brauchen wir auf jeden Fall wieder 1000 Chips. Aber wir können ja mal einfach mal jetzt spaßeshalber das Ding holen. Kostet ja nur 9. Dann sehen wir auch, was hier so noch kommt. Okay, das ist nicht implementiert, dass wir die Hintergründe ändern können. Da kann man auch noch schöne Grafiken reinmachen. Und hier kriegen wir eine extra Milch, die aber 1 Million kostet. Holen wir uns erstmal nicht. Bin mal gespannt, wie wir das hier umschalten können, ob da irgendwie ein extra Dings ist. So, mal gucken. Okay, es gibt auch noch keine anderen. Ich habe mich mal belesen hier, dieses Born Again. Das muss man einsetzen, wenn man die Erfolge machen will wie Never Click und so. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Das mache ich mal nach einer anderen Reinkarnation, weil da darf man ja wirklich nicht klicken. Und
Wir starten neu. Weil da gibt es ja nochmal so zwei, drei Erfolge. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal wieder einen Erfolg bekommen fürs Ascenden. Da war hier denn mit ordentlich vielen Keksen die eine Sextillion hatten wir jetzt geopfert. Auch eine ganze Menge. So, und die Kekse rennen schon. Wir holen uns erstmal das. Nee. Wir müssen ja erstmal das erste Gebäude holen, damit wir unseren Multiplikator hier anwerfen können. So, aber was mir schon gleich auffällt, ganz oben, da sehen wir unsere ganzen Switches. Hier können wir die ganzen Seasons ändern. Und jetzt gibt es hier auch ordentlich Kekse. Den aktivieren, weil wir wollen auf jeden Fall gleich den Drachen wieder haben. Hier erstmal die ganzen Upgrades kaufen. Noch ein bisschen klicken, dann holen wir mal noch und gehen hier mal gleich auf 100. So. Kaufen hier mal einfach alles, was das Zeug hält. Aber noch nicht zu weit, weil wir müssen ja noch umswitchen.